Moin und Servus, euer Meier hier zu einem neuen Video. Und zwar heute sprechen wir über die mir sehr oft gestellte Frage, was ist die beste Anfänger-Map in Tarkov? Und da gibt es für einen Anfänger eben mehrere Wege, die ganze Sache anzugehen. Und zwar auf der einen Seite muss man natürlich überlegen, will ich progressen oder will ich erstmal das Spiel lernen? Und da ist es halt wirklich, da scheiden sich die Geister. Viele Leute sagen, dass Customs, also Zollgelände, die beste Anfänger-Map ist in Tarkov. Da sehe ich allerdings Probleme drin. Und zwar, sie mag die Map sein, die man spielen muss für die ersten Quests und wenn man progressen möchte. Aber Customs ist eine sehr schlauchförmige Map. Mittlerweile durch die neuen Erweiterungen etc. ist es ein bisschen breiter geworden. Allerdings ist Customs immer noch sehr, sehr PvP-lastig. Und da sehe ich halt als Anfänger wirklich ein Problem. Wenn ihr gerade anfangt mit Tarkov und dann auf Customs laufen zu lernen, nicht die beste Idee. Ihr werdet sau viele Schießereien haben. Selbst wenn ihr nicht in Storms reingeht, werdet ihr auf der Baustelle abgefangen oder im Fort Knox. Und wenn ihr sowieso auf der Straße läuft, an der Bushaltestelle vorbei, dann ist sowieso Ende. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwer für Anfänger. Ich finde nämlich gerade in Tarkov sollte man erstmal lernen, also wirklich laufen lernen. Es klingt komisch, aber man sollte wirklich erstmal laufen lernen. Und da ist meine Empfehlung immer Shoreline. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass Woods auch noch, also Wälder, auch noch eine sehr gute Map dafür ist, um das Laufen eben zu lernen in Tarkov. Aber ich würde es immer mit Shoreline empfehlen, denn auf Shoreline haben wir einfach trotzdem noch guten Loot. Die Map ist sehr, trotzdem noch in gewisser Weise schlauchförmig. Also wir haben einfach von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen laufen, ist da immer the way to go praktisch, je nachdem auf welcher Seite man natürlich spawnt. Und wir haben trotzdem sehr interessante Punkte, in denen man trotzdem mal das Looten lernen kann, das sich bewegen lernen kann und natürlich auch auf Skeffs trifft, was jetzt vielleicht auf der einen oder anderen, also auf Wälder zum Beispiel, eher weniger der Fall wäre. Da treffen wir eher nur auf Skeffs, wenn wir an den richtigen Hotspots sind. Und hier auf Shoreline eben nicht. Das Wichtige aber an Shoreline ist, wenn wir da laufen lernen möchten, dann gehen wir nicht ins Resort. Das Resort ist heiße Zone, da gehen die ganzen High Levels hin, da gibt es sehr guten Loot und da wollt ihr am Anfang auf jeden Fall nicht hin, da werdet ihr kein Land sehen. Ganz klar. Also Shoreline wäre mein Tipp, wenn wir also übers Wasserwerk gehen, unten an der Küste entlang oder eben oben über die Rock Passage rüber. An diesen jeweiligen Punkten kann es auch nochmal zu PvP natürlich kommen, aber das wird es überall geben. Escape from Tarkov ist ein PvP-Spiel und dem werden wir nicht ausweichen können. Aber hier ist eben, ich sag mal, die Chance geringer, dass ihr einen arg großen Vorteil habt im Gegensatz zu Maps wie Zollgelände oder sogar Factory. Viele Leute zum Beispiel fangen an mit Factory, weil ihnen irgendwer erzählt hat, sie sollten Factory am Anfang spielen. Da würde ich euch komplett von abraten. Factory mag zwar die leichteste Map sein, wenn ihr spawnt, um Richtung Ausgang zu kommen, aber ihr werdet auf Factory höchstwahrscheinlich keine 30 Sekunden in einer Runde überleben. Da sind die Spawns so nah beieinander und eben das ist auch ein Vorteil von Shoreline. Shoreline, die Spawns sind sehr gut verteilt. Nehmen wir mal den Spawn bei Road to Customs außen vor. Ansonsten sind die Spawns an sich von einer gesunden Reichweite voneinander entfernt. Hingegen auf Zollgelände, wenn wir hier auf der Big Red Seite spawnen, müssen wir erstens mal über den Fluss drüber, der sehr oft, nennen wir es mal, abgekämpft wird oder halt einfach geschaut wird, dass da eben keiner drüber läuft. Und die Big Red Spawns sind alle sehr nah beieinander. Da kann es passieren, dass ihr gerusht werdet direkt vom Anfang von einem anderen Spieler und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei und das wollen wir am Anfang nicht. Deswegen, meine ganz klare Empfehlung als Anfänger-Map ist Küste. Und ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie ihr da looten könnt, ohne allzu große Gefahr zu laufen, in PvP zu verwickelt werden. Kann ich euch nur noch mal empfehlen und da einfach mal wirklich alles ausprobieren. Bisschen Scavs fighten, mal ein paar Häuser looten und so und einfach ein Gespür für Tarkov bekommen. Das ist das Allerwichtigste am Anfang. Und dann würde ich sagen, sobald ihr das in irgendeiner Weise flüssig hinbekommen habt, dann kann ich euch empfehlen, geht Customs, macht eure Quests. Wenn ihr aber sagen wollt, ihr wollt ins kalte Wasser geworfen werden, ihr wolltet den harten Anfang,
Ihr wollt progressen, ihr wollt Levels bekommen, also Quests fertig machen, dann bleibt euch nichts anderes übrig als Customs, als eure erste Map zu benutzen. Und wie schwer das ist, selbst für mich in einem späteren Vibe-Status, in einem späteren Vibe-Stand, das sehen wir aktuell in der Serie In Meyers Kopf und das ist wirklich nicht ganz so einfach. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, auf welcher Map ihr auch immer wählt. Sei es Shoreline, sei es Woods oder sei es eben Customs. Ich wünsche euch viel Spaß und denkt dran, die ersten 2 Wochen werden die absolute Hölle in Tarkov. Ich wünsche euch trotzdem, genießt es. Genießt es wirklich. Ich würde mir so gern wünschen, dass ich das alles nochmal löschen könnte von meiner Festplatte praktisch und dass ich Tarkov einfach nochmal neu lernen kann. Es war eine so schöne Zeit am Anfang. Ich habe es absolut geliebt, jeden Tag wieder etwas Neues zu lernen und gerade in Tarkov ist hier so viel Luft nach oben, dass man so viel lernen kann, dass keiner wirklich alles weiß. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao.